Ja, Jan Eichmann nochmal im letzten Spiel einen rausgehauen, 7:2 und du selbst mit 2 Toren. Wie hast du das Spiel gesehen? Boah, ich denke, die erste halbe Stunde war richtig gut von uns. Gar nichts zugelassen, hatten Riesenchancen und Standort 3-0. Kriegen dann 2 wirklich richtig unnötige Tore, so kurz vor der Halbzeit. Nicht jetzt 3-2 in der Halbzeit, aber wir wussten, dass der Gegner müde wird und dass es hinten raus, wenn wir noch 2-3 Tore machen, dann durch ist. Wie ist es eigentlich für dich als Innenverteidiger? Ärgerst du dich jetzt mehr über diese 2 Gegentore oder freust du dich mehr über die 2 selbst erzielten? Boah ja, über die Gegentore muss ich mich schon ärgern, weil es war einfach unnötig. Aber unterm Strich kann ich mich auch über die 2 Tore freuen, weil wir gewonnen haben. Und von dir vielleicht auch mal ganz kurz so ein Fazit zur Saison. Was war für dich so ausschlaggebend für den Erfolg dieses Jahr? Der Zusammenhalt im Team. Es war nicht selbstverständlich, dass wir jetzt in die Oberliga gehen und alle so durchziehen. Ich denke, das war richtig gut und das war für mich unterm Strich ausschlaggebend. Jürgen, letztes Heimspiel der Saison, ein deutliches 7:2 gegen Engers. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wir haben verdient gewonnen wieder. Ja, die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Ich glaube, ein würdiger Abschluss heute mit 7 Toren nochmal beim Heimspiel. Und von dem her bin ich sehr zufrieden. Wir haben Spieler verabschiedet, Jens Meyer und Marc Allegro. Besser kann man aber die Geschichte ja eigentlich nicht schreiben, oder? Nein, muss man sagen. Wie gesagt, wir wollten ja den Marc, haben wir gerade überlegt, rauszunehmen auch, dass er einfach seinen würdigen Abgang hier noch hat dann auch. Und ja, dann haben wir noch 2 Minuten gewartet und mit dem Elfer hat natürlich super gepasst, noch ein Tor gemacht, Jens noch sein Tor gemacht. Ja, ich glaube, es ist auch ein Spiegelbild der Saison, dass es wirklich sehr rund lief alles. Wir haben zwar noch ein Auswärtsspiel, aber jetzt hier vor heimischem Publikum kannst du ja mal nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, was war so ausschlaggebend für diesen Erfolg? Dass man im letzten Heimspiel nochmal 7 Tore erzielt, ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ausschlaggebend war einfach die ganze die Mannschaft auch als Team präsentiert hat, ja, nicht nur die Mannschaft, alles drumherum, ja, das muss alles passen und das hat gepasst, ja, und somit kann man auch so eine Leistung abrufen.
Ja, Marc Gallego bei mir. Marc, letztes Heimspiel der Saison und auch letztes Heimspiel für dich im Homburger Dress. Wie war es heute für dich? Ja, sehr schön, da wir halt positiv auch das Ergebnis jetzt und das Spiel gestaltet haben. Haben wir natürlich nicht abgesprochen. Macht nichts, der ist ja immer für den Spaß zu haben, der Lenji. Nein. Wo war ich stehen geblieben? Dass es ein sehr positiver Abschluss jetzt hat, war. Es ist einfach schön. Ich hatte 4 turbulente Jahre hier, 4 schöne Jahre. Und deswegen bin ich schon traurig, dass ich jetzt halt gehen muss. Aber ja, wir sind aufgestiegen jetzt, von daher ist es schon ein schöner Abschluss für mich. Du durftest deine Leistungen im Homburger Dress nochmal mit einem Elfmeter-Tor krönen. War das abgesprochen oder musstest du kämpfen? Nein, gar nicht. Also die Mannschaft hat es vor dem Spiel schon gesagt, dass wenn es einen Elfmeter gibt, dass ich den schießen darf. Und das ist sehr nett von der Mannschaft. Ist dann jetzt diese Saison auch so ein bisschen der Höhepunkt für dich im Homburger Dress gewesen? Ja, der Höhepunkt war der Aufstieg, also würde ich sagen. Aber das ist einfach nochmal ein schöner Abschluss jetzt. Das letzte Spiel, es ist schon emotional verabschiedet werden. Jetzt wird mal erstmal bewusst, dass jetzt eigentlich dann die aktive Profikarriere jetzt halt mal beendet ist. Hast du schon Pläne, was du jetzt nach deiner aktiven Karriere machen wirst? Ja, ich habe ein Jobangebot in Aalen bekommen und da werde ich am 1.6. anfangen zu arbeiten. Marc, ich sage dir nochmal stellvertretend danke für deine Leistungen hier und wünsche dir für die Zukunft alles, alles danke. Gute. Danke. Und wir haben die ganze Zeit gewettet, wenn der Jan jetzt noch ein drittes gemacht hätte. Der muss noch machen, ne? Ich will es. Und vor allem hätte dann der Schmitz durchgesagt, wenn er nicht Ja, Jens Meyer, heute ein 7:2. Du hast deine Leistung auch mit einem Treffer belohnt. Wie war für dich das Spiel? Gut, ich denke, die erste Halbzeit, die war zu Beginn sehr gut. Schnell 3-0 geführt, haben aber dann, warum auch immer, einen Gang zurückgeschaltet, wo wir auch dann die 2 Gegentore zurechtbekommen haben. Ich denke, nach der Halbzeit haben wir dann nichts aufkommen gelassen, direkt wieder da angefangen, wo wir zu Beginn schon damit losgelegt haben. Und ja, am Schluss natürlich 7-2, das ist ein super Ergebnis wieder. Ich bin froh, dass ich mal ein Tor gemacht habe und auch eins vorgelegt habe. Super Abschluss für mich, ja. Du hast es gesagt, du wirst den Verein verlassen, hast aber noch ein Tor erzielt und David Saalfeld machte daraufhin Liegestütze. Was war da los? Ja, wir haben schon in der Woche nach dem Training immer noch ein paar Torschüsse gemacht und schon bei der Torschussübung selber und hat immer gesagt, für jedes Tor macht er 5 Liegestütze. Und da habe ich da schon getroffen und dann macht er vor der Einwechslung, ja, wenn du jetzt heute ein Tor machst, macht er wieder 50. Ich sage, gut. Hast du es kontrolliert? Ja, ja, es waren aber, glaube ich, nur 40, habe ich gehört. Die 10 macht er jetzt noch nach.